Sophie Förster und jetzt hier aus dem Desert Rose neben mir Henk. Erstmal herzlich willkommen. Guest Relation Chef und er ist dafür da, dass er euch hier gut betreut und dass alles in Ordnung ist, macht er übrigens hervorragend mit seinem Team. Und jetzt übernehme ich das Ganze mal und dann schauen wir uns doch einmal an, was dieses Hotel so alles zu bieten hat. Henk, wir legen los und zwar haben wir zunächst einmal da gegenüber eine Mega-Bar. Erzähl mal ein bisschen was drüber, das ist die Bella Vista. Ganz genau, das ist unsere Bella Vista Bar. Sie ist mittig der Anlage, von beiden Seiten begehbar, jeweils mit einer Brücke. Hier in der Lagune befinden sich ja links und rechts auch die Club Suiten in Club Rooms. Und mittig dieser wollte man eine besondere Bar schaffen. Und mit der Bella Vista Bar ist das sehr gut gelungen. Wir bieten dort natürlich nicht nur Drinks und Kaffee, sondern auch mittlerweile von 12 bis 17 Uhr selbstgemachte Waffeln, selbstgemachte Crepes. Wir haben Rossinos gebacken. Also, hör auf. Ja. Jetzt guckt die Sarah zu, die hat nämlich auch immer Lust auf sowas, also das erweckt wirklich immer. So, das ist natürlich großartig, gerade als Sundowner ist das ein Mega-Ding. Da guckst du also auf der, von hier aus gesehen, linken Seite geht die Sonne unter und dann kannst du dann da sitzen und hast dann diesen wunderschönen Blick hier auf die Anlage. Eine Lagune, wo du auch flach abfallend ins Wasser kommst, muss ich auch mal dazu sagen. Und jetzt gucken wir uns mal den Sandstrand an, also auch das ist klasse. Und was mir gefällt, ja, hier, wir haben freie Liegen. Also es gibt so viele Hotels, die sagen immer, Mensch, wir haben keine Liegen. Hier, ihr habt jede Menge. Wir haben mehr als genug, gerade hier am Strand. Bisher ist es selbst in der Hochsaison noch nie vorgekommen, dass einer keine gefunden hat. Wunderbar. Auf der einen Seite, hier auf der linken Seite, haben wir eine Bar, Wassersportzentrum auch. Dann haben wir hier die Towel Station und ein bisschen weiter natürlich auch eine Möglichkeit zum Beachvolleyball zu spielen, zu gehen und zeige ich auch mal gleich. Das ist dann dort hinten, müssen jetzt nicht unbedingt hingehen, aber das ist ein richtig schöner Strandabschnitt und eine sehr gute Animation. Auf jeden Fall. Ja, komm, wir begrüßen die Jungs auch mal schnell. Welcome to the Animation Team. Jetzt guckt euch das mal an. Also das sind Haare. Okay, da können wir beide uns eine Locke von abschneiden. Ja, oder zwei. Oder zwei, würde ich auch sagen. So, ich habe vorhin schon mal gesagt, das Interessante beim Desert Rose ist ja, dass der Name hier Programm ist. Man ist ja eigentlich auf der einen Seite in der Wüste, auf der anderen Seite hat man hier eine Botanik, die ist mega. Ja. Was habt ihr hier gemacht? Schaut euch das mal an. Das ist ja also wir Wahnsinn. Haben insgesamt 130.000 Quadratmeter Grünfläche. 130.000 Quadratmeter. Ganz genau. Dementsprechend natürlich auch ein riesiges Team, ja, die sich rund um die Uhr darum kümmern, dass das auch alles so schön blüht und grün bleibt. Ja. Guckt jetzt mal an. Also ich habe mich wirklich in diese Anlage verliebt, weil es macht schon Spaß, tagsüber hier mal rumzugehen und das alles sich anzuschauen und vor allen Dingen sich dann einfach mal auf so eine Bank zu setzen. Ich habe viele Bänke aufgestellt, dass man auch da mal so ein bisschen im Schatten sitzen kann. Also richtig, richtig schön. Tolle Anlage. Und da haben wir gleich das erste Restaurant hier, auch direkt in Strandnähe. Das ist das mexikanische, glaube ich, ne? Genau, das El Ranchero. Was gibt's dort? Natürlich mexikanische Spezialitäten, Fajitas, Tapas. Also so, wie wir es eigentlich auch von uns kennen aus den Spezialitätenrestaurants. Und muss man da vorreservieren oder wie sieht das aus? Allgemeine Informationen dazu? Richtig, für die à la carte Restaurants benötigen unsere Gäste eine Reservierung, mindestens einen Tag vorher, damit natürlich unser Küchenteam einplanen kann. Ja. Das gilt natürlich für alle vier à la carte Restaurants. Drei davon können gebucht werden für mittags und abends und der Mexikaner nur für abends. Also eine riesen Auswahl auch in puncto Kulinarik. Das ist dann auch im Ultra All Inclusive mit drin oder muss man da einen extra Charge noch zahlen? Nein, das ist natürlich All Inclusive und das gehört damit zu. Wir kommen jetzt einmal zu dem ersten großen Pool gleich. Das heißt, auch hier, wenn wir mal, ich gucke so gerne über diese Anlage, weil man wirklich hier eine mega Auswahl an Pflanzen, an Blumen und an Palmen hat. Dort hinten ist wiederum eine Bar. Was ist das da? Das ist die Sunset Bar. Und diese arbeitet natürlich auch, wie die anderen Bars, abends bis 0 Uhr. Okay. Und dort gibt es auch immer im Wechsel Live-Musik, Live-Instrumentalmusik. Also wir versuchen wirklich im Wechsel an den Bars unterschiedlich jeden Abend ein anderes Programm unseren Gästen zu bieten. Wahnsinn. Also allein durch die Anlage zu schreiten, macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Aber abends dann dort mal ein bisschen zu schwofen ist nicht das Schlechteste. Habe ich gestern was gemerkt, das finde ich auch vom Konzept gut. Ihr habt unterschiedliche Musik, also auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche Musik. Natürlich, Musikgeschmack, jeder hat einen anderen und wir versuchen natürlich weitgehend alles abdecken zu können. So können unsere Gäste mal selber entscheiden, möchten sie heute was Ruhigeres, möchten sie was Flottes, wo sie zu tanzen können oder einfach nur mal in dem instrumentalen Musik dann zuhören. Und das haben sie hier ganz gut geregelt. Absolut. Jetzt schauen wir uns mal das nächste Restaurant. Das ist eigentlich das Hauptrestaurant zum Frühstück und auch Mittagessen. Genau, das ist das Hauptrestaurant. Hier wäre noch der Libanese, unser Fattoush. Auch schön, dass es zum Beispiel so einige Restaurants gibt. Klar, ihr seid ein ganzes Jahreshotel. Die sind hier natürlich beim Hauptrestaurant auch inside, outside, also drin und draußen. Aber hier, zum Beispiel der Libanese, können wir auch mal ganz kurz schauen. Der ist offen gestaltet. Der ist komplett offen gestaltet, wird nur über den Wintermonaten. Die Außenwände werden verkleidet, werden Windschutz aufgehängt. Brauchen wir jetzt nicht mehr, Gäste, ne? Bitte. Nein, jetzt sind wir raus aus der Saison. Werden wir noch mal ganz kurz, nur mal schnell den Blick mal rein. 1001 ja. Nacht. Ja, so in sieht's einem auch. Restaurant. Herrlich, alright. So, gehen wir mal am Hauptrestaurant vorbei und auch von den Poollandschaften habt ihr verschiedene Pools. Das heißt also Aktivpool, Relaxpool, olympischer Pool. Es ist für jeden was dabei. Hammermäßig. Was meinst du, für wen ist es hier geeignet? Für Familien, für Paare mehr oder ist es die Kombi? Wir sind ein Allround-Hotel. Wir sind familientauglich, wir sind pärchentauglich, wir sind für Alleinreisende geeignet. Wir haben einen Pool dabei, wo man wirklich ganz entspannt sich ausruhen kann, relaxen kann. Dann haben wir einen, wo natürlich auch die Animation ihr Tagesprogramm mit Wasserball, mit Wassergymnastik und natürlich auch mit Kinderbereich und Kleinrutschen hat. Und wer sich natürlich sehr gerne sportlich betätigt, wir haben wirklich einen olympischen Pool mit originalen Ausmaßen. Mittlerweile auch schon einige Schwimmteams, die uns regelmäßig besuchen und hier trainieren. In der Tat. Und für alles was dabei. Für Sportliebhaber, Familien. Nur zum Relaxen. So, das hier ist dann der Aktivbereich. Der Pool ist also mit guter Musik, mit Wasserball, mit Sportspiel und wirklich viel, viel Spaß. Und immer wieder diese Bilder. Also das ist schon ganz große Klasse. Jawohl, bring the action. Das ist ja auch dann auch wirklich wieder ein großer Pool, also nicht irgendwie ein kleiner, sondern da haben wir schon eine Menge Spaß. Das ist auch dieser, der auch über die Wintermonate beheizt ist. Okay. So wie wir in Deutschland immer schön sagen, mit unseren Winterreifen von Oktober bis Ostern, so beheizen wir natürlich auch den Pool. Schau mal, das finde ich auch nett, ja, dass man hier einfach mal im Schatten sich mal hinsetzen kann, vielleicht mal einen kleinen Talk miteinander, sich in den Arm nimmt und das finde ich auch ganz nett. Jetzt schauen wir lieber mal da vorbei, weil da hinten haben wir den Spa-Bereich und ihr habt, was ich auch gesehen habe, eine Klinik hier. Ganz genau, direkt nach dem Spa haben wir natürlich einmal noch den Beauty-Salon und natürlich haben wir auch eine Klinik. Okay. Diese ist natürlich 24 Stunden, ist unser Doktor im Hotel. Ja. Das heißt, wenn irgendwas passiert, jederzeit ist das abgesichert, dass es unseren Gästen gut geht. Wir zeigen das jetzt nur, weil es ist immer langweilig, wenn man da hingeht, weil wir können ins Spa-Bereich eh nicht reingehen, weil wir würden dort die Gäste stören. Aber was hier stark ist, wir sehen auch zum Beispiel Tauchen, ja, Tauchen am Pool. Und das ist dieser olympische Pool und das ist zum Beispiel einer der Tauchlehrer. Kann das also hier wirklich testen? Richtig, unsere Tauchkurse, gerade die Schnupperkurse, starten immer hier in dem Pool. Und dann gehen sie natürlich auch raus ans Riff. Ja, also das ist eigentlich eine sinnvolle Geschichte, dass man sie in der Reihenfolge macht. Gut, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Bereich. Wie lange bist du schon hier, Henk? Ich bin jetzt 2,5 Jahre hier in Hurghada. Jahrelang vorher schon als Urlauber. Wollte einfach mal 1-2 Jahre aussteigen, mal was anderes erleben, was anderes sehen. Und mittlerweile hat es mich gefasst und ich habe mir überlegt, man könnte auch mal 4 oder 5 Jahre daraus machen.
Also die macht das Freude, hier zu sein, ja. Und das ist richtig gut. Ich kann es verstehen. Ja, da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin lange nicht mehr in dieser Region der verschiedenen Abteilungen in Hurghada gewesen, mit Makati Bay und mit hier hochkommen Richtung Hurghada. Und das hat eine Menge. Also ja, man muss es wirklich mal machen. Vor allen Dingen, wenn so Preise aufgerufen werden, wie jetzt momentan bei Sonnenklar TV. So, jetzt haben wir die nächste Bar. Hier war ich gestern Abend übrigens auch. Soda Bar, genau. Und da gab es mega gute Musik. Da wurde richtig gut getanzt, aber du flippst aus, wenn du diese Blüten siehst. Ja? Also wie viele Frauen gehen hier jetzt dann her und sagen, guck mal Schatz, guck mal da, und wieder mal neue Farbe, wieder mal etwas Großartiges. Und der Mann sagt, okay, ich gehe einen Meter weiter und bin an der Bar und gönne ein Bier. Das ist Urlaub. Da findet doch jeder das, was er möchte, oder? Guck dir das an. Wow. Ja, ja, ja. Okay, gehen wir mal an den Bars vorbei, damit wir auch mal zeigen, wie die so aussehen. Immer mit sehr, sehr schönen Lichtern auch. Die Gestaltung der Lichter hat mir gestern Abend auch gut gefallen. Sieht man natürlich jetzt nicht so, aber da sind nette Ideen dabei. Wir wollten natürlich für jede Bar andere Highlights setzen. Hallo. Ah, viele Freunde hier, hä? Deutsche Gäste, sonnenklar. Wie gefällt es euch hier? Sehr gut. Sehr gut. Ja? Siebte so Mal schon hier. Das siebte Mal ja, schon hier? Ja, sicher, immer. Wir sind hier zu Hause. Okay, warum? Was ist der Grund? Ja, weil wir uns hier wohlfühlen. Hier sind schön, hier sind wir zu Hause. Gibt es eigentlich nichts, was hier wirklich funktioniert? Ne? Nein. Wir waren vor 5 Wochen schon hier. Okay. Wir kommen fast jeden Monat. Ja, Wahnsinn, also Checker, das sind richtige Checker. Wir sind Checker, genau. Ja. Wünsche euch einen schönen Urlaub. Super, danke. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo. Und wieder mal hier die Arkaden mit dem Gang rüber. Man merkt schon, jetzt wird es ruhiger. Also je näher man zur Lobby kommt, desto ruhiger wird es. Das heißt, hier ist dann so der Bereich Relax-Pool. Gerade für Pärchen, die ein bisschen entspannen und nur relaxen wollen. Es gibt ja auch immer noch welche, die sich nicht so gerne mit vielen Kindern umgeben. Ja klar. Und dafür hat man halt auch einen separaten Platz geschaffen. Und bis auf das Wasser hört man hier eigentlich fast gar nichts. Und das ist sehr, sehr angenehm, dass hier wirklich jeder das Eckchen für sich findet, was er möchte. Also es gibt ja auch diese Kombination, heute habe ich mal Lust auf Animation, auf Sport, auf Action, und dann gibt es mal einen Tag, wo ich mal eine Ruhe haben will. Und das finde ich hier. Auch wieder mal das mit den Wasserspielen. Das ist jetzt einfach von der Optik her auch schön. Und da merkt man, hier wird die Liebe im Detail so richtig groß geschrieben. Ihr habt verschiedene Blocks habt ihr hier, und das ist der zum Beispiel der Tausender. Wie viele Zimmer habt ihr insgesamt? 912. Ja. Und die sind natürlich verteilt auf 6 Standardgebäude. Dann gibt es ein paar Zimmer oberhalb der Rezeption. Ja. Und dann halt noch die in der Lagune links und rechts rein. Fein. Wie weit ist man von Hurghada selbst weg, von der Stadt? Also maximal sind es von hier 20 Minuten mit Bus oder mit Taxi. Direkt sind es 12,8 Kilometer von hier. Also wenn man mal raus möchte, ist das auch alles nicht weit. Was ja auch klasse ist, das sage ich auch mal, ist viel mehr Urlaub, wenn ich weiß, ich komme vom Flughafen nicht mehr die riesige Distanz hier. Ja, wir sind sehr nah am Flughafen. 10, maximal 15 Minuten hier. Aber kein Fluglärm. Also ich meine, ich bin hier fast 48 Stunden. Wir haben ich muss irgendwie was mit Flugzeug mitbekommen, also das funktioniert gut. So, und das ist jetzt hier die nächste Bar. Was haben wir hier? Das hier, das ist unsere Tropicana Bar. Club Tropicana, Drinks are free, passt dann auch noch, weil wir haben ja unter all inclusive. Und auch das hier wieder im Detail, ja, und das finde ich so großartig. Auch hier wieder diese
Gestaltung mit vielen netten Lampions und am Abend sieht das richtig toll aus. So, wenn wir mal auf die andere Seite rüber schauen, dann haben wir das italienische à la carte Restaurant, da war ich gestern auch mal drin. Also man versucht da ja wirklich richtig italienisch auch alles zuzubereiten. Das ist nicht nur der Name, sondern das hat auch schon sehr, sehr italienisch geschmeckt gestern. Also ich bin ja Freund von Italien und dementsprechend kann ich das auch ein bisschen beurteilen. Hat Spaß gemacht. Habt ihr da einen speziellen Koch drin? Wir haben natürlich keine original italienischen Köche, aber die Köche, die in den Spezialitäten Restaurants arbeiten, die haben definitiv von Köchen gelernt, ja. Von einem mächtigen italienischen Koch. Und auch hier schön natürlich wieder die Blickrichtung Bar, Hotel, Anlage, aber man hat es gemütlich überdacht, das Ganze, und wenn es kalt sein sollte, ich weiß nicht, kommen wir mal kurz rein. Buonasera. Buonasera, come stai? Molto bene, grazie. Und so sieht das dann aus, also es ist sehr gemütlich, stilvoll, das Ganze. Okay. Hi, grazie mille, ciao ragazzi. Ciao, ciao. A dopo. Ciao, ciao. Ci vediamo domani. Sì. Und auf der anderen Seite haben wir die Bar, die eigentlich 24 Stunden geöffnet hat. Das ist die Rose Bar, glaube ich. Richtig. Auch mit coolen Drinks. Ist innen drin auch stylisch. Also das schaut schon gut aus. Man merkt wirklich die Unterschiede vom Relax-Bereich, wo alles etwas ruhiger ist. Hallo. Ja, komm, wir gehen mal kurz rein. Ich weiß nicht, ob es beleuchtet ist, aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Also hier eine ganz coole Geschichte. Kommt doch was, oder? Sehr schön. Guck mal, auch hier, das, diese kleinen Nischen immer. Man kann, wir können mal einmal grüßen. Wir grüßen mal einmal ins Dunkle hier. Wir sind diese Man in Black da hinten, genau. Danke. Dann lass dich. Danke sehr, haben wir einen Tag. So, dann gehen wir mal wieder zurück und schauen uns auch mal ein Zimmer an. Also, jetzt momentan Temperaturen, wir haben Mitte April, 30 Grad. Ich sage immer wieder vorausschauend auch, fürs Winter-Frühjahr-Programm nächsten Jahres. Das ist die Möglichkeit, für wenig Geld in die Sonne zu fliegen, weil die Qualität einfach geboten ist und weil du hier natürlich auch im Winter, selbst wenn es jetzt ein bisschen kühler sein sollte, du hast natürlich ganz andere Temperaturen und du fühlst dich wohl und du bist weg von diesem 6 Monate langen Winter in Deutschland. Deshalb bist du ja wahrscheinlich auch hier, oder? Ganz genau, das war auch einer der Gründe. Ja, Skifahren muss man hier nicht. Nein. Und bei unseren Preisen könnte man sich das dann auch nochmal gönnen, dass man nochmal bisschen Skilaufen geht, aber dann trotzdem mal ein oder meistens haben wir sogar 2 Wochen dann im Winter, dass man hier sich es gut gehen lässt. Die Zimmer werden wir da gleich noch eins sehen werden. Wie groß sind die? Die sind 32 Quadratmeter groß, die Standardzimmer. Meist in der Familiennutzung werden 2 Zimmer gebucht, die eine Verbindungstür haben. Okay. Das ist also auch vorhanden. Gut, für die Kiddies haben sie ihre Ruhe wenigstens mal für ein paar Stunden und können dann doch noch mal ein bisschen chatten. Vielleicht auch gut für die Eltern. Ja, natürlich. Ja, das ist schon der Wahnsinn. Wie lange hat das gedauert, bis das alles hier so fertig war? Schon einige Jahre. Ja, absolut. Mittlerweile werden sämtliche Pflanzen ja auch in Eigenzucht hergestellt. Wir haben also ein eigenes Gewächshaus. Und wir bieten unseren deutschen Gästen auch einmal die Woche die Chance, wenn Sie möchten, an dieser Tour teilzunehmen, die wir speziell für Sie machen, um sich einmal anzuschauen, wo das alles herkommt, wer das alles macht.
Also Infotour macht ihr tatsächlich also auch. Richtig, gerade für die Greenhouse-Tour. Ja. So haben wir unser Baby genannt. Ja. Und es ist halt mal schön, da gibt es auch ein paar Hintergrundinformationen über die Größe der Anlage, wie viele Gärtner für unser Resort. Ja, würde ich jetzt auch gerne wissen, wie viele sind das? Also wir haben tatsächlich 60 Gärtner. 60, ja, meine Anlage. Klar. Davon sind 55 wirklich komplett für die Bereiche im Resort selber verantwortlich und 5 für unser Gewächshaus. Ja, der Hammer. Großartig, also Kompliment, muss ich wirklich sagen. Ist das schön. Schade, dass ich am Mittwoch schon wieder weg muss. Also das ist etwas, wo ich dich sehr gut verstehen kann, dass man hier gerne verweilt. Ja, das Leben hier, es ist viel, viel ruhiger. Ja. Und ich habe mich sehr gut angepasst. Das muss man natürlich auch. Okay. So, jetzt haben wir hier die Kette. Das ist unser Shisha-Corner. Ah. Das heißt, da oben ist die Shisha-Bar sozusagen, also der Shisha-Corner. Richtig, das ist der komplette Shisha-Corner. Nicht im All-Inclusive enthalten, aber hier bieten wir halt den Gästen die Chance, abends wirklich ganz gemütlich und entspannt Shisha zu rauchen, Tee zu trinken. Was würde sowas kosten? Sagen wir es doch einfach mal. Ist ja bei 3 Euro, 3,50 Euro für eine Shisha. Alles klar. Aber hier werden dann auch für unsere Fußballliebhaber unsere Bundesligaspiele natürlich übertragen. Ja, das ist wichtig für uns Männer, klar. Was heißt für uns Männer? Ja, viele Frauen, die es auch gerne gucken. So, nebenbei mal wieder kurz noch der Schwenk in den Himmel hoch, damit man mal weiß, wieso man hier ist. Blauer Himmel, leichter Wind, leichte Brise. So muss das sein. So, und jetzt dauert es nicht mehr lang, dann haben wir nämlich auch unser Zimmer übrigens im Hintergrund. Das finde ich auch gut. Es wird hier wirklich viel angeboten in puncto Stretch und Pilates, Yoga. Also nicht irgendwie mal wir hoppeln ein bisschen, sondern es ist wirklich so, dass es intensiv gemacht wird. Und bei dem guten Essen, was man hier bekommt, kann das ja auch nicht schaden. Und wenn ich an meine Frau denke, ja, Stretching, ja, ich muss es ja auch immer machen und ich weiß, dass es auch gut ist. Ich hasse es, aber ich mache es natürlich trotzdem. So, jetzt kommen wir mal in einen dieser Vlogs. Nein, hallo? Also auch hier am Anfang erst einmal immer Security. Hello, welcome. Hi, hello, welcome. Thank you very much. Und auch das sieht so aus, dass man dann auch im Innenbereich, klar, setze ich das wieder fort. Man hat also auch hier wieder mal den grünen Garten. Jetzt geben wir ein bisschen Gas, weil wir müssen in den zweiten Stock. Und deshalb, wie immer. Es ist hier auch Standard, dass wir an jedem Gebäude des Securities 24 Stunden sitzen haben. Ja. Hi. Und das ist schon auch eine Sicherheit, die gegeben wird, das ist auch ganz klar. So, jetzt geht es schnell nach oben. Ich verspreche, wir werden nicht viel von diesen Treppen sehen. Hallo! Auch am Nachmittag zum Beispiel wird hier noch gereinigt, finde ich also auch gut. Das ist, jetzt wollte ich schon zu meinem Zimmer. Aber wir haben ja mal ein normales Standardzimmer vorbereitet. Die haben dann für unsere Gäste auch den Pool weg, ne? Sehr schön. So, und jetzt mal ab rein ins Zimmer. So. Und mal wieder gemütliche Betten, fette Matratzen. Wir grüßen einmal rein. Komm. So, jetzt sind wir drin. Hallo. Hallihallo. Flat Screen natürlich auch. Minibar, habt ihr also einen Kühlschrank, habt ihr da? Das ist alles auch inklusive, Softdrinks, Säfte, Wasser. Ja, das heißt, wir machen mal den Balkon auf, dann gehen wir mal raus auf den Balkon. Und dann geht das Licht an und wir steppen out auf Balkonie. So.
Guck mal, das ist auch ganz gemütlich, ganz am Abend locker sitzen. Man darf übrigens rauchen. Ist auch nicht schlecht. Und dann hast du den Blick raus auf den Pool. Weißt du, wo du dann am nächsten Tag schon gleich wieder bist. Oder wo du dann das aktive Programm mitmachst. Hey, komm raus zu mir. Weil ich denke, wir haben alles gesehen und das war eine tolle Geschichte, die wir jetzt hier erlebt haben im Desert Rose. Sehr schön. Ich sag nur, das ist ein Hotel, das macht Spaß. Und er neben mir ist der sympathische Mensch, der nicht nur alles jetzt erklärt hat, sondern der vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass ihr euch wohlfühlen werdet. Also dementsprechend, wenn ihr hier seid, grüßt den Henk von Goofy und Sonnenklar TV, dann kriegt er noch eine Schippe drauf. Bedanke mich, wir sagen tschüss, bis bald und das war's mit Travel Goof.